Hey ho Leute und herzlich willkommen zu Tag Nummer 13. Tag Nummer 13 auf Server 36. Es ist wieder Zeit für einen Gilden Raid. Wir haben es Mittwoch. Wir sind jetzt wirklich live. Der Raid ist gerade abgeschlossen, ja. Wir sind Kleinkindergarten oder wie das heißt. War hier nicht mal oben Name oder so? Irgendwas mit. Oder Vorschule des Grauens heißt es, glaube ich. Vorschule des Grauens, genau. Mal gucken, wie dieser Raid wird. Ich hoffe, er wird mal ein bisschen härter. Ja, wir sind jetzt am 15. am Mittwoch. Morgen ist es soweit. Ich schreibe meine erste Abiturklausur. Englisch, Leistungskurs. Eigentlich bin ich ein ziemlich lockerer Mensch, was Klausuren angeht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich nervös bin, aber man spürt so einen gewissen Druck. Das liegt einfach daran, es ist die letzte, erstens die letzte Klausur seines Lebens in diesem Fach, aber gleichzeitig auch die wichtigste, weil wenn man das so sieht, sind Abiturklausuren, eigentlich ist alles, was wir davor gemacht haben, scheißegal. Also, es kommt jetzt nur noch auf diese eine Klausur an und da kommt mir, oder frage ich mich dann natürlich, ist das so sinnig, wenn man wirklich das Schulsystem darauf aufbaut, auf 2 Monate, die endgültig zählen. Natürlich ist es so, dass man vorher 2 Jahre haben muss, oder 2,5, 1,5 Jahre, wie man es nimmt. Also Q1, Q1,2 und Q2,1, wo Punkte gesammelt werden für die Zulassung. Aber normalerweise schafft man das. Und die Sachen, wenn man normal durchzieht, dann kann man das schaffen. Da muss man bloß keinen Müll bauen und dann schafft man das mit der Zulassung und dann kommt es ja eigentlich wirklich auf diese letzten Klausuren an. Und sagen wir mal so, in meinen beiden LKs bin ich ziemlich gut, aber jetzt stell euch mal vor, ich verkacke da. Und Mathe bin ich sehr scheiße. Ich hasse Mathe enorm, musste Mathe aber schriftlich wählen und das kann nur auf 5 minus oder 6 hinauslaufen. Da gibt es gar keine andere Wahl. Ich kann nichts Besseres als da schreiben. Und deswegen jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich verkacke wirklich eins meiner beiden Fächer, was ich nicht glaube, weil auch Lehrer selber sagen, man selbst weicht nicht so wirklich ab. Also, wenn du die ganze Zeit reinschreibst, dann wirst du es auch im Abi schaffen, solange du nicht ein Blackout hast oder dir das falsche Thema aussuchst. Was auch ziemlich wichtig ist, die Themenwahl bei den Abiturklausuren ist wichtig. Nehmt das, also für alle, die noch Abitur schreiben, nehmt das, was ihr könnt. Was euch sofort zusagt, ist eigentlich das Richtige. Für die Leute, die schon Abitur gemacht haben, ich denke, ihr könnt mir da eigentlich relativ zustimmen, dass das, was man am Gefühl hat, meistens das Richtige ist. Man kann natürlich ausrutschen, aber man kann niemals predikten, ob man ausrutscht oder nicht. Ne? Und jetzt stellt man sich halt vor, dass da mal wirklich mal total verkackst und ich zähle halt auf meine Leistungskurse, weil die alleine sind stark genug, um mein Abi zu garantieren. Und dann verkacke ich einen davon. Ja, und dann hat sich das alles für mich erledigt, weil Mathe wird definitiv nichts reißen. Ein Punkt ist drin. Die Punkte wären mal 5 im Abitur, das heißt 5 Punkte. Yay! Ja. Da habe ich auch meine mündliche Prüfung. Die ist für mich eigentlich nur noch eine Belastung. Ich will einfach meine beiden Klausuren gut schreiben. In der mündlichen Prüfung mittelmäßig sein und Mathe einfach verkacken. Ich möchte einfach... Mathe und ich werden keine Freunde. Und das liegt nicht, dass ich Mathe nicht kann. Ich war von der 5. bis zur 9. Klasse eigentlich Mathe-Genie. Ich schon immer eins in Mathe. Da hat mir Mathe auch noch Spaß gemacht, aber es hat sich in der Oberstufe so entwickelt, dass Mathe für mich unnötig wurde, weil so Sachen wie E-Funktion oder Kurvendiskussion und... Brauche ich das im Leben? Nein, braucht man nicht. So sieht es nämlich aus. Und da habe ich dann... Für mich ist Mathe sinnig, wenn ich es anwenden kann. Zum Beispiel, jetzt Shakespeare Fidget ist vielleicht nicht so das beste Beispiel für Theory Crafting und so. Aber auch da braucht man Mathematik und da macht mir Mathe Spaß. Genauso wie in WoW oder in LOL. Theory Crafting ist eine echt coole Sache, aber es macht einfach keinen Spaß mit E-Funktionen, weil solange ich nicht irgendwas Kompliziertes machen möchte in meinem Leben, was mit Mathematik oder Physik oder Chemie zu tun hat, brauche ich das nicht. Also... Und das habe ich definitiv nicht vor, weil es mir jetzt gar keinen Spaß macht.
Ja, dieser Feuerglumpf, der scheint auch schon mal eine größere Herausforderung zu sein, dass wir heute auch mal andere Gesichter in der Gilde sehen. Aber zurück zum Thema. Ja, ich werde das Video hier veröffentlichen, morgen früh schon, veröffentlichen lassen eher. Wenn ihr das Video dann seht, werde ich wahrscheinlich in meiner Englischprüfung sitzen. Und ich bete einfach für ein gutes Thema. Wer vielleicht mit mir Abitur schreibt, dem wünsche ich natürlich Glück. Seid ja jetzt nicht so viele. Und wer morgen normal Schule hat oder arbeiten geht, dem wünsche ich natürlich auch viel Spaß dabei. Was ein bisschen schwer ist jetzt für mich für die erste Abi-Klausur. Ich habe jetzt seit 3 Wochen keinen Stift mehr richtig. Doch, hatte ich schon, aber so. Ich werde ja morgen wieder 15 bis 20 Seiten schreiben. Und da ist meine Hand jetzt nicht drauf vorbereitet. Ja, das wird morgen auf jeden Fall reinballern. Trotzdem wird morgen, ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommen wird. Deswegen wird das ja hier hochgeladen, also morgen hochgeladen. Wir haben ja jetzt 15. Am 16. werdet ihr dieses Video sehen, weil ich ja nicht weiß, ob ich morgen überhaupt Content bringen kann oder möchte. Oder einfach morgen mal ein Poise gehen. Das kommt auch ganz drauf an, was ich hier auf Server 36 zeigen kann. Aktuell ja nur Raids, wo ein bisschen gelabert wird. Ja, das finde ich eigentlich relativ gemütlich. Ich sitze hier gerne und erzähle euch ein bisschen was aus meinem Leben. Und ihr könnt mir auch gerne mal Themen vorschlagen, über die ich bei diesen Raids reden soll. Ich möchte natürlich ja, diese Raids alle aufnehmen und auch zum Commentary nutzen. Weil jetzt gerade in meiner Anfangsphase meines Kanals kann ich das noch gut nutzen, damit ihr mich kennenlernen könnt. So. Ohne dass ich jetzt wirklich, ja, nicht so ein FAQ mache, sondern einfach, ja, wie soll ich sagen, so einfach einzelne Videos, wo wir ein bisschen was kennenlernen. Ja, die geistige Göre ist da schon dran, aber Poledra ist auch schon dran und ich bin 75, das dauert ja noch ewig. Oh, ich will auch mal drankommen. Ja, ich glaube, ich komme mal wieder nicht dran. Na, die Gildensituation hier auf Server 36 hat sich etwas aufgelöst. Elysium ist abgeschlagen. Na, das liegt wahrscheinlich erst mit Marksman und auch mit irgendwelchen internen Dingen zusammen. Ja, und das heißt, dafür sind die Seelensorge. Ich hab immer so viel S15 Sachen im Kopf. Damals die Seelensammler, das waren noch krasse Sachen. Das ist 3, 4 Jahre her. Wieso habe ich das immer noch im Kopf? Die Sorglosen natürlich. Die Sorglosen sind dafür jetzt ein bisschen stärker. Also sind nicht stärker als wir, aber stärker als vorher. Ich glaube, wir sind jetzt gleich auf mit uns. Ich hoffe, wir machen den Raid hier gerade Server First. Ich glaube aber schon. Und ja, es wird jetzt immer knapper. Es muss mehr geballert werden. So sieht's aus. Ganz wie Miss Nordy jetzt hier vormacht, ein bisschen geballert werden. Ja, bis ich wieder ein bisschen Dungeon-Content zeigen kann, brauche ich erstmal Pilze. Und deswegen muss ich erstmal 300 Alu spielen und weichen mir auch erstmal auf diese doofen Laber-Videos aus. Vielleicht, ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr das ja gerne mal da lassen, wenn euch das stört. Ja, es tut mir leid. Ich habe ein bisschen verschwenderisch dann doch Richtung Ende gelebt. Ein bisschen Arena abgefarmt und so, das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will diesen Server schlau spielen. Aber, so. Am Anfang habe ich auch relativ pilzeffizient und schlau gespielt, aber mittlerweile, oder Richtung Ende meiner Pilzzahl, war das ein bisschen unnötig, muss ich schon sagen. So. Miss Sword. Wir haben so viele Misses in unserer Gilde, was mich echt überrascht. Die Gilde blinkt, das stört mich. Einmal ganz kurz hier so. Ja. Nein! So. Brauche ich ja nicht alles sehen, was da drin steht. Und die Maus wieder aus dem Bild. So, ja, und wenn nicht, könnt ihr mir ja selber mal schreiben, falls ihr Abiturient seid, welche Fächer ihr belegt habt, wenn, falls ihr dieses Jahr Abitur macht oder machen werdet. Also meine Kombination ist Geschichte. Ach, Geschichte, was zur Hölle? Ich habe nicht mal als Geschichte als Fach, ich habe das als Zusatzkurs gehabt. Sowie, also Sozialwissenschaften, Englisch, Leistungskurs. Mathe als drittes Fach, Bible Thumb und als viertes dann Religion. Religion bereue ich wirklich, weil ich eigentlich in Deutsch viel, viel besser bin. Aber das wusste ich vom Lehrerwechsel dann persönlich nicht. Ja, und dann muss ich mich jetzt halt mit doofer Religion abgeben. Ist jetzt nicht so, dass ich ein religiöser Mensch bin. Ich glaube nicht mehr an Gott. Ich bin Agnostiker, atheistischer Agnostiker oder agnostischer Atheist, wenn man das mal sehen will. Aber ich finde Theologie ganz interessant. Also Theologie an sich und
Weil das ja so eine Religion ist ja, wenn man es so betrachtet, eine Mischung aus Philosophie und Geschichte und dann halt noch diesen Religionsaspekt, der aber eigentlich in Oberstufen Religion gar nicht so betrachtet wird, sondern es wird eigentlich analysiert und geguckt. Ja, und das finde ich ganz cool. Naja, ich werde es schon schaffen morgen. Englisch dann Freitag Sowie und Dienstag Mathe. Ich komme aus NRW übrigens, falls Leute interessiert. Ja, des Weiteren noch haben wir, habe ich vielleicht bald eine Überraschung. Viele Leute, ich denke mal voll viele hier, die mich abonniert hätten, kennen ja auch den Nicknock. Nicknock und ich sind ja alte Bekannte. Und wir hatten ja damals einmal so ein Special und zweimal so ein Special, das war gegen März. Und ja, ich habe ihn mal gefragt, eigentlich hätten wir ja letzten Monat das Special machen können. Und vielleicht gibt's da sowas. So, ein kleines Special auf seinem Kanal. Oh, das war toll. Ich muss vielleicht schon mal das Rappen üben. Weil dieser Rap-Tag von Tomek LP geht ja rum und hat Gorgos getroffen und ich habe mich da wohl verplappert. Ja. Ich weiß nicht, wie gut ich rappen kann. Ich höre zwar Rap-Musik und kenne die Texte auswendig, aber eigene Texte? Oh. Muss ich gucken. Also ich selber würde sagen, ich habe eine relativ angenehme Singstimme. Also ich kann relativ gut singen. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich die SDS da werde. Vielleicht könnte ich das sogar, vielleicht unterschätze ich ja auch meine Stimme. Aber ich selber sage, also wenn ich singen müsste, auf einer Bühne oder so, wenn man mir sagt, du musst jetzt singen oder du willst sterben, würde ich die Leute nicht vergraulen. Ich werde jetzt natürlich nicht ein Stimmgott. Aber ich könnte da schon was Gutes reißen. Ich finde die Musik gerade so entspannt. Wir haben es jetzt, ja, Abenddämmerung, ja, entspannt ein Raid. Ich bin auch total entspannt. Morgen wird's noch mal heftig und ja. Was für ein Rap würde ich machen? Na, mein Rap wird wahrscheinlich eher emotional, weil ich mache mir da jetzt schon seitdem Gorgos diese Anspielung gemacht hat, so ein paar Gedanken über so einen Rap. Ich möchte eigentlich nicht nominiert werden. Ich wollte auch bei der Ice Bucket Challenge damals nicht illuminiert werden. Genau, Illuminati confirmed, Leute. Auserwählt werden, aber da wurde ich auch getroffen. Ja, ich werde wohl eher was Melancholisches nehmen, weil mir da die besten Sachen einfallen. Ja, und da wird man auch viel über die letzte Zeit, was über mir los war, dann kennenlernen, würde man. Also ich hoffe, ich werde nicht nominiert. Ich halte mich gerne aus solchen Nominierungssachen raus. Aber wenn ich es mache, dann bin ich auch keine Pussy. Deswegen, ja. Sonst, ich empfehle euch einfach, wenn ihr dieses Video guckt, das eher nicht als gucken, sondern als hören anzusehen. Wenn ihr gerade irgendwie eure Alu runterklickt, macht das Video an. Entspannte Musik. Ein Typ, der ein bisschen entspannt von seinem Leben erzählt. Und das alles im Hintergrund laufen lassen. Ist besser, als sich das anzugucken, weil im Endeffekt, wir wissen alle, dass die Raids jetzt noch liegen. Und ja, das ist nur einfach nur ein Unterhaltungsvideo ist. Ja. Ne? Und Sturmfalke, Tune Man ist schon dran. Hä, hey, noch 3 Level, dann bin ich dran. Aber wir haben so ein starkes Mittelfeld, da werde ich auch wieder nicht zum Zug kommen. Ah. Miss Mikasa. Ja, und der Raid geht ein bisschen länger, als ich erwartet habe. Deswegen gehen wir auch so langsam der Gesprächsstoff aus. Aber ich bin ja ein gekonter, nee, das Lied gefällt mir jetzt nicht. Das muss ja entspannt bleiben hier. Ja, das geht klar. Ich bin ja ein gekonnter Entertainer, muss man ja so sagen. Ich mache das ja schon ein bisschen länger hier mit YouTube. Und generell bin ich auch, zum Beispiel mein Abiball, den moderiere ich auch. Also als Moderator so. Ich bin eigentlich so ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht und deswegen auch ein offener Mensch ist. Und deswegen ist das für mich einfach. Die garstige Göre liegt. Server first, würde ich mal behaupten. 5 von 50 Raids. Nächster Raid kostet 702.000. Ja, 400.000 entfernt. Gucken wir mal bei den Sorglosen. Da gucke ich am besten mal über den Stone. Stone ist jetzt 64. Und die Sorglosen haben sich Rang 1 geholt, weil die wahrscheinlich. Okay, wir sind für Server First. Die sind durchschnittlich 68. Wir sind durchschnittlich 68. Ja, wie gesagt,
Jetzt muss wieder ein bisschen geballert werden. Wir müssen die Raids rauskommen, weil am Wochenende ist das EP-Event. Und das Wichtige an diesem EP-Event ist auf jeden Fall, dass wir bessere Bonis haben und auch das SA machen. Also, ich mache jetzt auch mein SA voll. Morgen oder so. So, noch ein paar Items fehlen mir noch auf 76%. Und da werde ich dann den letzten Prozent holen, weil, wie gesagt, am Experiment. Ich empfehle es euch allen, egal auf welchem Server ihr spielt, ist euer SA nicht voll, müsst ihr für das EP-Event wirklich ein paar Prozent herausholen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel das ist. Da wären wir wieder bei Mathematik im Spiel, wo ich euch wieder was vorrechnen würde gerne, aber da habe ich jetzt keine Daten zu. Ich möchte euch einfach nur sagen, Mathematik, die Erfahrung ist sehr wichtig und ich empfehle es euch allen, diese doch schlau zu nutzen. Ja, weil ich glaube, das Erfahrungsevent wird ein bisschen die Server-Lead hier entscheiden, weil wenn wir jetzt mit besseren Bonis leveln, dann können wir nur ein Raid, 2%, alle Raiden mit 2%, Level mit 2% mehr Boni hier und sorgen dafür, dass SA voll ist und das in der Regel sind wir dann besser als die Sorglosen. Machen wir dadurch, dass wir vierfach Doppel-EP kriegen, ist das ja theoretisch auf 50 Leute verteilt ein riesen Vorsprung. 2% mehr Erfahrungspunkte auf 50 Leute verteilt, die nochmal mit 2 multipliziert werden, sind enorm. EP-Event gibt ja doppelt so viel EP. Und deswegen auch nochmal ein Appell an alle, Erfahrungsevent ernst nehmen hier auf Server 36. Wenn ihr bei den Sorglosen seid oder bei Elysium oder bei Last Dawn, müsst ihr das ernst nehmen, Leute. Nehmt das nicht auf die leichte Schippe. Und das ist auch mein Appell an euch. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Abiturklausuren oder mir selber auch viel Erfolg bei meiner Abiturklausur. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war Tag Nummer 13. Bis denn, Leute. Das war's von mir. Ciao.